Sie haben mit mir gekämpft, Sie haben mit mir gekämpft. Und ich habe das ganz oft gespürt, wie sehr die CDU in Bünden wirklich dieses Mandat halten will und gewinnen will. Und wir haben es gewonnen, weil wir gemerkt haben, dass die Wählerinnen und Wähler vielleicht nicht mit allem ganz einverstanden waren, was die CDU gemacht hat, aber dass sie auf jeden Fall eine erfahrene Politikerin wollen, die diesen Wahlkreis weiter für sie betreut, in diesem Wahlkreis für sie da ist. Das habe ich deutlich gemerkt und das Ergebnis zeigt es ja auch. Mit dem Trend zu gewinnen ist einfach, gegen den Trend zu gewinnen ist schwieriger. Und deswegen bin ich sehr froh, ich bin erleichtert, dass es geklappt hat, dass auch da Tausende von Stimmen einfach dazwischen liegen. Ich glaube, dass die Gmünder und auch die Backnanger Wähler deutlich gemacht haben, dass sie der CDU, den CDU-Direktkandidaten vertrauen und dass sie von uns auch erwarten, dass wir die Probleme lösen. Das werden wir tun. Und wenn man keine Veranstaltungen machen kann, also auch keinen zusammenhängenden Politikentwurf der nächsten Jahre geben kann, dann fehlt uns was. Mir hat was gefehlt in diesem Wahlkampf und deswegen glaube ich, muss man da unbedingt das Augenmerk drauf halten, dass wir diesen zusammenhängenden Politikentwurf einfach nie lassen. Den Menschen fehlt uns was. Dann ist auch klar, bei diesem Wahlkampf zeichnet sich ab oder hat sich gezeigt, dass die FDP auch nennenswert Erststimmen wirklich geholt hat. Wir haben eine Erststimmensteigerung von bis zu 5% Erststimmen bei der FDP. Das heißt, das, was man früher gesagt hat, Erststimme CDU, Zweitstimme FDP, das stimmt so nicht mehr. Ich möchte einfach auch darauf hinweisen, dass wir diese Dinge auch in den Blick nehmen müssen. Corona war schwierig, die Lage im Bund war schwierig, die CDU hat da Luft nach oben, viel Luft nach oben und deswegen. Es ist so wie immer, nach der Wahl ist vor der Wahl und wir warten jetzt schon dran, arbeiten die nächste Wahl im Bündchen, nämlich die Kommunalwahl und dann kommt auch schon wieder die Bundestagswahl vor der nächsten Landtagswahl. Das heißt, das ist der Lauf der Welt. Das ist der Lauf der Welt. Ich freue mich drauf, ich bin voll motiviert mit Ihnen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Durch Corona war alles möglich, weil ich den Richard Arnold stehe. Und der Rudi Birner. Wir haben zum ersten Mal einen Wahlkampf machen können, wie ich ihn mir eigentlich immer schon vorgestellt habe. Nämlich Wahlkampf als Graswurzelbewegung. Dass Menschen zu sich Freunde, Nachbarn, Bekannte einladen und die dann mich treffen. Also, dass Menschen kommen, um Abgeordnete, um den Kandidaten kennenzulernen. So habe ich es mir eigentlich immer vorgestellt und in diesem Wahlkampf hat man das zum ersten Mal so gemacht. Deswegen möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die ihre Nachbarn eingeladen haben, damit sie mich treffen können, damit ich sie treffen kann. Und ohne solche Instrumente hätte es auch nicht gereicht.